Ja, Leute, herzlich willkommen zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Wir spielen heute in den weißen Dress, in dem königlichen Weiß. In dem majestätischen Weiß, kann man sagen. Tottenham in dunkelblau angetreten, mit der 1-0 für den Rücken, mit der gleichen Startelf wie im Hinspiel. Und sie setzen uns mal gleich unter Druck hier. Ballbesitz von den dunkelblauen, aber klasse von Büttner und Bastos, wie sie den Ball erklären. Wir würden spielen nach vorne auf Draxler, sucht Renato Augusto, jawohl, der sucht die Sturmspitze. Huntela, der wollte Verfahren anspielen, wurde aber, da grätscht der Abwehrspieler dazwischen und deswegen kann er den Ball nicht richtig spielen. Draxler erobert den Ball wieder gut zurück, Verfahren und wird gelegt. Gibt Freistoß für unsere Schalker. Görgi Garex, der Rückkehrer in der Startelf nach der roten Karte von Uchida, der zwar berechtigt wäre für die Champions League. Renato Augusto, schöne Direktabnahme, hätte man nicht sein brauchen, hätte den Ball annehmen können und weiterspielen müssen können. Uschi zwar spielberechtigt für die Champions League, klar nach der roten Karte, wurde 5 Spiele gesperrt in der Liga, aber seine Form war dementsprechend aber richtig demotiviert. Deswegen soll sich Garex lieber schon wieder einspielen und wie kann das besser wieder auf Zimmertemperatur kommen, als gegen es in der Champions League in Tottenham für Garex. Verfahren, Renato, Draxler und Huntela lassen den Ball gut laufen. Bastos, richtig so. Huntela sucht Renato Augusto. Rechts wäre Verfahren gewesen und Renato wollte den Distanzschutz suchen. Dempsey und Adebayor, die Sturmspitze bei Tottenham Hotspur. Adebayor verfolgt von Benny Höwedes, bei Adebayor mit der Flanke und Artur Moraes. Schade, dass sich das Torwart-Trikot nicht automatisch mal anpasst, dass man da nicht mehrere Optionen hat, denn das sieht ein bisschen komisch aus immer, wenn er das gleiche Trikot anhat. Die Abschlag von Moraes, der landet bei Asue Koto. Dempsey, Neustädter, gut geklärt, Draxler. Bale und Dembele. Adebayor. Lennon gegen Garrix. Und Garrix, klasse geklärt. Huntela. Draxler, nochmal Huntela. Wieder mit Draxler gespielt. Draxler auf Holtby. Holtby fault, aber Vorteil. Draxler sucht Bastos. Bastos vorbei an Rami. Nee, kommt da nicht vorbei. Und Kieran Norton klärt. Lang nach vorne auf Moussa Dembele, den Torschützen. Zum 1-0 im Hinspiel. Das müssen wir jetzt mal aufholen, das 1-0. Dembele mit der Flanke, Kirchhoff. Wenn Tottenham ein Tor schießt, müssen wir bereits 3 schießen. Das ist sehr unpraktisch. Also am besten lange die 0 halten und dann das 1-0 erzielen, um wenigstens in Verlängerung zu kommen. Dembele, Bale. Bale mit dem langen Ding nach vorne, Höwe ist wieder da, wa? Nochmal Bale nach vorne, Adebayor diesmal im Abseits. 25 Minuten rum, Tottenham. Mit leichtem Übergewicht, mit optischem Übergewicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir noch nicht nach vorne unser Offensivspiel aufziehen können. Draxler verlängert, zu kurz. Holtby, der Ex-Schalker. Neustädter, klasse, Abräumer. Garrix lang aber nach vorne auf Huntela. Der raus auf Bastos, gut gespielt. Bastos gegen Bale, nochmal Huntela. So, Renato Augusto, kommt nicht an. Adebayor, raus auf Lennon. Der sieht Dempsey, der ist völlig frei da. Dempsey hat ganz viel Platz, könnte gehen. Spielt hinein, das war sein Fehler. Draxler fängt ab. Oh, Renato mit dem Fehler. Dempsey auf Adebayor. Adebayor, Neustädter ist da, klasse. Nochmal Neustädter, wieder der Fehlpass. Nee, kommt an, Renato Augusto. Jetzt macht das klasse, wie er Verfahren da schickt. Verfahren ist frei durch, hat gar nicht den Platz. Jetzt könnte er in Ruhe flanken, Verfahren flankt auch. Das ist Bastos. Huntela, abgefälscht, müsste Eckball geben, so ist es. Erste Riesenmöglichkeit für unsere Schalke nach 34 Minuten endlich mal. Schade, der Ball wollte nicht ins Tor gehen. Ecke von Jefferson, Verfahren. Verfahren tritt hinein, die kommt gut. Ah, viel zu kurz. Das heißt, dass er jetzt alles aus, aber die gut angeschnitten hat, dass sie in den Elfmeterpunkt kommt. Die hat viel zu kurz ging da. Adebayor hat das ganze Platz. Adebayor. Adebayor. Moraes. Kein Problem für ihn. Für unsere Nummer 1 im Tor. Verfahren gut verlängert. Draxler, Renato, Huntela und wieder Bastos. Kommt an Norden nicht vorbei. Bale vorbeigespielt an Büttner. Der weit aufgerückt, deswegen Dembele hat Platz. Kirchhoff wieder da, sehr schön. Verteidigen und in der Abwehr stehen wir gut. Renato Augusto, erneuter Fehlpass. Garrix, Verfahren nochmal Renato. Jetzt kommt der Ball an. Und Draxler, Huntela. Verfahren. Ball gespielt von Lennon. Nee, Schiedsrichter gibt Freistoß. Und sogar die gelbe Karte. Also meiner Meinung nach war das Ball gespielt. Hätte Vorteil laufen lassen können. Was heißt Vorteil? Hätte einfach weiterlaufen lassen können. Aaron Lennon. Ja, spielt den Ball. Schrittliche Situation, aber am Ende halt gut für uns. Michel Bastos wird das sein. Wird den Ball hineinflanken.
in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Michel Bastos, langes Ding. Und Loris passt auf. Kommt da weit aus dem 16er hinaus und holt sich den Ball. Noch keine Halbzeit. Garrix. Oh, Garrix mit dem Fehler. Glück gehabt, dass das nicht bestraft wird. Halbzeit 0:0. Wir liegen weiter 1:0 hinten, was das Gesamtergebnis angeht. Da müssen wir auf jeden Fall noch was tun. Mit dem 1:0 für uns stehen wir in der Verlängerung. Wir müssen auf jeden Fall zwei Tore schießen. Wenn Todd aber längst ein Tor erzielt, dann war es das so gut wie für uns. Dann müssen wir drei erzielen und das wird schon ziemlich schwer. Garrix schon wieder mit Note 2. Und in der zweiten Halbzeit drehen wir auf und gewinnen das Ding, würde ich sagen, um die Leute nochmal zu motivieren. Garrix also müssen wir loben hier nach langer Verletzungspause, lange nicht mal warm gespielt und so eine Leistung zu bringen. Klasse. Neuschütter motivieren. Huntela motivieren, Draxler motivieren. Und Fafan motivieren wir noch. Dann geben wir Garrix noch eine Massage. Genauso wie auch Bastos. Und Fafan. Und dann gibt es einen Wechsel bei uns in der zweiten Halbzeit. Und zwar stellen wir wieder auf Raute. Jelle Forsen kommt rein für Renato Augusto. Zweite Spitze. Draxler hier, klar. Bastos ein klein wenig defensiver. Verfahren dort. So, öffne Taktik. Gleich nochmal gucken. Pressing erhöhen wir auch. Ist auf 60%. Der Einsatz geht auch nochmal höher. So, individuelle Anweisung für Jelle Forsen. Tackling sind okay, Vorschüsse okay, Flankenhäufigkeit auch okay. Distanzschüsse lassen wir weg. Dribbling muss auch nicht sein. Und wo kann er das? Schusskraft? Nee, nee. Also Dribbling muss nicht sein, gut. Alles klar, Laufwege nochmal anpassen. Draxler in die Mitte. Näher auf den 11-Meter-Punkt. So. Alles klar. Wir wollen ins Viertelfinale. Heißt, wir müssen gewinnen. Ab geht's in Hälfte 2. Da kommt da Jelle Forsen. Letzten zwei Spieler da richtig gut geschritten. Mit einem Tor und eine gute Leistung gegen Augsburg. Jetzt geht's in die Champions League, das ist ein ganz anderes Kaliber. Wir brauchen mehr Offensivschwung, ganz klar. Deswegen auch die zweite Spitze. Dempsey mit der langen Flanke, Adebayor. Und die erste gute Möglichkeit in der zweiten Halbzeit hat Tottenham. Die müssen ja eigentlich gar nicht viel machen. Machen aber trotzdem irgendwie das Spiel. Verfahren, sehr gut. Huntela sieht Bastos, der ganz frei ist. Bastos. Stoppt nochmal. Bastos. Hätte spielen müssen. Neustädter fängt den Ball erneut ab. Das ist Jelle Forsen. Der sucht Verfahren. Verfahren. Jetzt kommt er vorbei am Vertonghen. Jefferson. Verfahren. Mit links. Zu früh abgeschlossen, würde ich sagen. Er hätte noch einen Antritt nehmen sollen. Und dann ihn ins kurze Eck feuern sollen. Vielleicht mit rechts. Aber okay, von außen sieht das alles immer leichter aus. Dembele mit dem Vielpass. Huntela. Forsen. Nochmal Huntela. Links raus auf Bastos. Jawohl. Nochmal zurückgespielt auf Huntela. Gibt's doch gar nicht. Neute Ball oben in der Mittellinie. Verfahren. Neustädter. Schöner Doppelpass mit Jefferson. Verfahren. Verfahren. Jetzt müsste die Flanke kommen. In die Arme. Das kann doch nicht wahr sein, was das für Flanken immer sind. Ständig gehen sie in die Arme. Warum mal nicht zurückgezogen? Warum nicht auf den 11-Meter-Punkt? Da müssen die Flanken hin. Wieder Balleroberung im Mittelfeld. Verfahren setzt sich durch. Forsen, stark weitergeleitet nochmal auf Verfahren. Jetzt direkt flanken, jawohl. Huntela, da ist das Ding, jawohl! Das 1:0! Klaas-Jan Huntela, sein zweites Saisontor in der Champions League. Klasse Flankenverfahren, endlich ist er da. Diesmal kommt Doris nicht raus. Klasse Ding, Jelle Forsen mit eingeleitet. Hat sich ausgezahlt, das Zweispitzensystem jetzt. Adebayor, Neustädter, klasse. Huntela, jawohl, nach vorne auf Jelle Forsen. Gibt gefoult von Jan van Tongeren. Das war alles, was er rausholen konnte da, Jelle Forsen. Mehr konnte er da nicht machen. Denn das Nachrücken hat da gerade nicht so gut geklappt. Allein aufs Tor gehen hätte nichts gebracht. Einfach stoppen und umrimpeln lassen. So, jetzt Scott Parker für Gareth Bale. Der Star geht raus. Huntela gewinnt das Kopfball da nicht. Dempsey kriegt den Ball nicht. Einwurf Schalke. Tottenham nervös. Schalke in der Überhand. Kirchhoff, Neustädter. Sehr gut. Verfahren. Und Draxler. Sieht Jelle Forsen gegen Rami. Jelle Forsen! Klasse Schuss! Klasse Parade aber auch vom französischen Nationaltorwart im Tor von den Tottenham Hotspur. Von Hugo Lloris. Adebayor, klasse weiter auf Moussa Dembele. Wo ist Alexander Büttner? Dembele. Höwedes verfolgt ihn. Büttner übernimmt die Innenverteidigung. Dembele! Adebayor und Arthur Moraes.
ist da sehr wachsam und holt sich den Ball davor. Emmanuel Adebayor, klasse. Forsen gut angenommen und weiter geht auf Bastos. Was? Jetzt pfeift er Freistoß und gelbe Karte an Jan van Torren. Warum? Der Vorteil hätte er laufen lassen können. Gucken wir nochmal nach da. Ja, der rempelt danach, aber er hätte den Vorteil laufen lassen können. Das ist echt ärgerlich, dass es dafür jetzt Freistoß gibt. Nochmal Wechsel bei Tottenham. Jermaine Defoe kommt für Adebayor in den Sturm. Also kein kopfballstarker Mann Adebayor, sondern Defoe ein Konterstürmer. Helle Fossen. Dempsey. Lennon. Kirchhoff, klasse. Und Fafan. Draxler, Huntelaar. Fossen. Sieht Bastos. Ah, Bastos kommt dem Ball nicht richtig entgegen. Und Höwedes ist mit dem Foul da hinten. Da vorne meine ich. Defoe, Garrix. Gut aufgepasst. Aber wieder kein Ball für uns. Jetzt nochmal Garrix. Garrix gegen Dempsey. Defoe, der neue Mann. Jawohl, mit aller Macht klären wir das Ding da hinten. Sehr schön. Fossen. Super Ball auf Bastos. Schade, kriegt er nicht. So, wir gucken mal auf unsere Leute. Wer ist müde? Wer kann noch nicht mehr? Ich würde mal sagen, wir bringen den frischen. Nee, doch. Für Garrix kommt Sebastian Härtner rein. Ganz dicke Aufgabe für Härtner da jetzt, aber Garrix ist platt. Klar, lange nicht gespielt. Klasse Leistung gebracht für Garrix. Und jetzt kommt Sebastian Härtner. In der Champions League gibt er sein Debüt jetzt also. Sebastian Härtner. Was für eine Geschichte. Erfahrener Mann in der zweiten. Scott Parker. Spitzt sie da gut raus. Dembele. Defoe gegen Kirchhoff. Defoe vorbei an Kirchhoff. Und nochmal Lebenszeichen von Tottenham. Satter Schuss von Defoe, aber auch klar am Tor vorbei. Moraes wäre mit rotem Eck gewesen. Abstoß von Moraes, von Arthur. Von King Arthur im Tor von Schalke. Büttner gegen Dembele. Büttner! Dembele mit der Flanke und Büttner mit dem Foul. Das gibt die gelbe Karte, klar. Da konnte sich Büttner nicht anders helfen. Eieiei, Nachspieler der ersten Hälfte. Nochmal dicke Möglichkeit für Tottenham Hotspur. Eieiei, das war klar, berechtigte gelbe Karte. Und jetzt nochmal alle wachsam sein. Uns in die Verlängerung retten. Freistoß für Tottenham. Julius Hoppe, Neustädter lässt durch. Und Moraes hat seine Abwehr im Griff. Brüllt da Leo und lässt den Ball nicht durch. Langer Abschlag. Fossen gegen Rose. Fossen setzt sich durch. Und da pfeift der Schiri ab. 90 Minuten sind rum, 1:0 nach 90 Minuten für den FC Schalke 04. Es geht also tatsächlich in die Verlängerung. Was für ein klasse Achtelfinale in der Champions League. Also mittlerweile haben wir uns das Ding aber verdient, ganz klar. Die Spieler müssen nachsitzen. Keine Entscheidung in 120 Minuten, in 180 Minuten. Es werden nochmal 30 rangehangen. Hansa-Fan nicht im Anzug, sondern im Trainingsanzug, so rum. Weiter geht's, Doppelspitze, Huntelaar, Fossen, Anstoß zur ersten Hälfte der Verlängerung, 15 Minuten, am besten jetzt alles klar machen, Dembele, Defoe gegen Neustädter, stark von Neustädter, der macht ein klasse Spiel, Fossen, macht das wieder klasse, Jelle Fossen, weiß nicht wohin, sucht den Rückhalt, wird von Van Tonkren erneut gelegt. Der ist bald gelb-rot gefährdet, würde ich sagen. Oder ist jetzt gelb-rot gefährdet. Neustädter mit dem Freistoß. Härtner kommt nicht ran. Akusue Koto, nochmal Härtner. Härtner mit der Flanke. Ah, zu hastig. Zu hastig. Jetzt muss Härtner aber auch zurück. Defoe, jawohl, da ist links außen jetzt Rose. Härtner ist auf dem Weg. Rose, Draxler, jawohl. Und Fossen. Und Huntelaar. Ah, sucht nochmal Verfahren, aber kommt nicht ran. Dempsey, Rose, langer Ball auf die andere Seite, auf Moussa Dembele, Höwedes rückt raus, Höwedes, jawohl, klasse von Benny Höwedes, wie er den dann ausdrängt, wir bereiten schon mal wieder einen Wechsel vor, ne, alle sind fit, das gibt's ja gar nicht, alle sind fit, sind immer fit gemacht worden für die Halbzeit, für die Verlängerung, Draxler, Fossen, gut zurückgespielt, Huntelaar, nochmal Fossen, gegen Hopi, na schade, Hopi setzt sich da durch. Und Defoe nochmal raus auf Rose. Rose mit dem Seitenwechsel nochmal auf Dembele. Der kommt an, abseits. Moussa Dembele, schauen wir nochmal nach. Ja, ganz knapp, ganz, ganz knapp. So, okay, jetzt wird aber Jefferson von rausgehen, für ihn kommt der junge Leon Goretzka in die Partie.
auf die rechte Seite. Eieieiei. Was für ein spannendes Spiel hier in diesem Champions League Achtelfinale heute. Leon Goretzka rein für Jefferson Fofana. Höwedes. Langer Ball auf Huntelaar. Der Kleider auch von Bastos. Jawohl. Michel Bastos könnte flanken. Flankt nicht. Bastos. Nochmal Bastos. Flankt mit rechts. Ah, schade. Wenn Forsen sich da reinschmeißt. Aber das war auch ein bisschen. Er stand mal ein bisschen schlecht zum Ball. Die Flanke war zu scharf. Aber trotzdem guter Versuch. Hertner holt sich den Ball. Sehr schön. Draxler. Und da ist die erste Hälfte der Verlängerung um. 1-0 weiter für Schalke. Im Moment sieht es nach Elfmeterschießen aus. Eieieiei. Sofort weiter geht's. Da keine lange Pause. Alle drei Wechsel sind bei uns über den Tisch. Alle kriegen sogar mal eine Note. Diesmal ist es auch mal selten, dass wir uns alle Wechsel eine Note kriegen. Bastos feilt den Ball gut ab und deswegen Büttner am Ball. Huntelaar rührte gut weit auf Bastos. Und mit der in der Mitte laut Pfosten. Ich rede mich hier schon. Wo? Jelle Pfosten! Kommt nicht an den Ball. Norton rettet vor der Ecke. Parker, langer Ball nach vorne. Das müsste Höwedes ein Ding sein gegen Dembélé. Höwedes, klasse! Schießt Dembélé an und holt ein Handspiel raus. Also abwehrmäßig sind wir heute ganz auf der Höhe. Richtig starke Leistung. Nach vorne geht nicht viel, aber Tottenham ja auch eine gute Abwehr. Büttner, langer Ball. Draxler. Oh, Draxler bleibt an Hopi hängen. Jermaine Defoe. Draxler, klasse. Und Fossen gegen Ntongren. Bastos kommt nicht ran. Norton war davor. Parker. Dembélé leitet nach vorne auf Defoe. Kirchhoff. Steht da ganz sicher. Fossen, schade. Wollte direkt weiterspielen auf Huntelaar. Hätte lieber rauftreten sollen. 115 Minuten gespielt. 5 Minuten noch in diesem Achtelfinale. Geht's ins Elfmeterschießen? Wir sind ja... Ach Mann, ey. Ich bin so aufgeregt heute, ne? Mit dem Elfmeterschießen haben wir diese Saison keine gute Erfahrung gemacht. Erste Runde Pokal in Rostock. Ausgeschieden. Huntelaar. Fossen, schade. Wenn er den angenommen kriegt und sich drehen kann, dann ist alles gut. Draxler nochmal. Huntelaar. Fossen. Van Tonkren schmeißt alles rein. Ob scheißegal, ob gelb-rot gefährdet. Nochmal langer Ball auf Bastos. Nee, der ist zu weit. Nachspielzeit läuft. Tottenham mit mehr Ballbesitz. Goretzka. Nochmal nach vorne jetzt. Los. Draxler. Fossen. Abgefälscht. Nochmal Goretzka. Nochmal Draxler. Huntelaar auf Fossen. Fossen abgefälscht. Und Hoppi. Und Abschluss. 120 Minuten im Rückspiel. Insgesamt 210 Minuten im Achtelfinale der Champions League gespielt. Schalke gegen Tottenham. 1-1 insgesamt. Es geht daher ins Elfmeterschießen, Leute. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Auf geht's. Tottenham fängt an. Jermaine Defoe gegen Arthur Moraes. Sicher verwandelt von Jermaine Defoe. Und jetzt Klaas-Jan Huntelaar gegen Hugo Lloris. Unser bester Torschütze. Verwandelt auch sicher. Zum 2-1. Oder 1-1 im Hinterschießen. Clint Dempsey. Auch sicher. Moraes verladen worden. Führung für Tottenham. Michel Bastos ist dran. Der brasilianische Franzose. Bastos, klasse ins Eck. Ganz sicher verwandelt. Und jetzt Luis Hoppi, der Ex-Schalker. Geld in das Five-Konzert für Luis Hoppi. Der Schritt an. An die Latte! Das Schicksal schreibt mal wieder Geschichte. Luis Hoppi verschießt auf Schalke. Und jetzt der junge 18-jährige Leon Goretzka gegen Lloris. Goretzka! Ganz sicher verwandelt. Scott Parker gekommen für Gareth Bale. Für Tottenham am Ball. Scott Parker! Auch er verwandelt sicher. Jetzt Julian Draxler. Die Persönlichkeit pur auf Schalke. Julian Draxler! Verzieht. Ausgeglichen wieder. Asu Ekotto für Tottenham. Moraes müsste halten. Und Ekotto verzieht! Schalke muss nachlegen. Roman Neustädter trifft er. Steht Schalke im Viertelfinale. Neustädter. Schalke ist im Viertelfinale der Champions League. Zu 3 nach Elfmeterschießen. Wir rocken die Champions League. Nach einem astreinen Spiel. Eine super Leistung. Defensiv gesehen vor allem. Steht Schalke sogar verdient im Viertelfinale der Champions League. Der Traum von Europa. Er wird weiter geträumt, Leute.
Wow, Leute, emotional, Emotion pur hier. Schalke im Viertelfinale der Champions League. 120 Minuten, Elfmeterschießen. Unglaublich. Jetzt haben doch nicht alle Noten bekommen, fällt mir gerade auf. Obwohl sie lange gespielt haben. Schade eigentlich. Jelle Voss nur mit einer 5, das ist ärgerlich. Schade. Obwohl er eigentlich das alles richtig gemacht hat, Jelle Vossen. Görri Garix, bester Mann. Er spielt wieder und ist sofort bester Mann. Es ist unglaublich, dieser Görgi. Ansonsten, ja, Görgi, ja, Görri Garix haben wir gesagt. Kirchhoff auch souverän. Neuschalter sowieso. Fafan, Huntela. Leute, wir stehen im Viertelfinale der Champions League. Mehr gibt es hier nichts zu sagen. Es ist einfach grandios. Was wir für ein Leistung abgeliefert. Spieler des Spiels ist Julian Draxler. Obwohl er das Ding verschossen hat. Neuschalter macht es ganz sicher am Ende. Schauen wir uns die anderen Ergebnisse. Dortmund unterliegt im Rückspiel 3:0 bei Juventus Turin, ist damit raus. Der russische Rival aus dem Revier ist raus. Schalke 5,3 Meter schießen weiter. 1:1 im Hinspiel zwischen Salzburg und Inter Mailand. Jetzt setzt sich Inter mit 3:1 durch, ist damit weiter. Chelsea gewinnt auch das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, diesmal klar deutlich mit 4:1 an der Stamford Bridge. 0:0 zwischen Bayern und ManU im Hinspiel. In der Allianz Arena rockt Bayern das Ding. 3:2 gewonnen gegen ManU. Robben, Gomez und Müller die Tore. Real Madrid macht auch alles klar zu Hause. 3:1 gegen Neapel. Lyon reicht ein 1:1 im Rückspiel in St. Petersburg, um weiterzukommen. Valencia im Hinspiel schon unterlegen. 1:2 gegen Man City. Jetzt auch im Rückspiel 1:0 für die Citizens. Und das sieht doch mal an schicken. Viertelfinale aus. Zwei deutsche Teams sind noch dabei. Die Bayern und wir und unsere Schalker. Fairplay hätte ich nicht drücken dürfen. Wir schauen mal auf die Auflosung. Warum hat Papadopoulos nicht gespielt? Nee, da werden wir nichts zu sagen. Da passt einfach nichts zu. So, Auslosung, Viertelfinale der Champions League. Wow. Juventus Turin, der italienische Serienmeister, kann man ja schon fast sagen. Na gut, zweimal in Folge waren sie jetzt Meister. Gegen Bayern. War doch, glaube ich, in Wirklichkeit auch, ja? Juve gegen Inter. Juve gegen Bayern. Und Schalke. Ah, Mist, wir haben zuerst ein Heimspiel. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut. Gegen Real Madrid, aber okay. Wir machen es halt wie die Dortmunder im Halbfinale letztes Jahr. Inter zu Hause gegen Olympique Lyon. Machbar. Und dann das englische Duell zwischen Chelsea und Man City. Chelsea zuerst daheim gegen Man City. Also Real Madrid, ein klasse Spiel. Die Königlichen kommen. Ein echter Kracher. Kann man einfach nur sagen, klasse los. Saisonziel ist erreicht in der Champions League. Da können wir halt einfach mal Real Madrid kriegen. Das ist ein Traumlos eigentlich, kann man so sagen. Und ein neuer Manager-Level noch dazu, sehr schön. Von 3 auf 4, wird noch mal Zeit. So, Verfahren erreicht neue Erfahrungsstufe, ist auch schön. Pokalprämie, 3,3 Millionen Euro eingenommen, wunderbar. Auslosung haben wir, wie gesagt. Real Madrid ist abgeschlossen, neue Gegenstand verfügbar. Haben wir so eine Burg und eine Sonnenbrille. Gut, das war's erstmal für heute. Es geht weiter. Nächstes Mal gegen Leverkusen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.